Ja, es gibt wieder eine, gab es ja bisher noch gar nicht. Eine Vorgeschichte dazu. Ich muss diesen Text erstmal erklären, sonst. Das ist nämlich so, es gab am Anfang des Jahres im März in Bremen ein Festival, das nannte sich Christival. Da sind dann ganz viele Christen hingegangen und haben Party gemacht. Das finde ich ja auch durchaus okay, das können die gerne machen. Kann jeder seine, ich kenne zu meinen Crack-Partys, Religions-Partys. Ich bin halt für viel Freiheit. Und die hatten aber in ihrem Programm Seminare, wo sie Homosexuelle heilen wollten von ihrer schlimmen, schlimmen Krankheit. Und das ist natürlich jetzt wieder gegen deren geschlechtliche Freiheit. Da habe ich gedacht, das finde ich doof. Und dann sind wir da mit ein paar Leuten hingefahren. Und ganz viele sind von uns verhaftet worden. Ich nicht. Aber ich war schon immer wendig. Weil ich habe mich vorher mit Öl eingerieben. Und wenn der Polizist dich, egal was der für Handschuhe, zack, kannst du immer weg. Jedenfalls, diese Geschichte ist aus der Sicht eines Menschen geschrieben, dessen Homosexualität geheilt wurde. Vor mir auf dem Tisch steht der Teller. Mit der Gabel zerdrücke ich die noch dampfenden Kartoffeln, dann streue ich Salz drüber und runde es mit geschmolzener Butter ab. Über den Spargel gieße ich Sauce Hollandaise, dann schneide ich mir zwei Scheiben Schinken ab. Zuletzt fülle ich mein Glas mit Rotwein und bin bereit zu speisen. Da am Sonntag zu ruhen ist, habe ich den Spargel gestern schon geschält, wie auch die Kartoffeln. Heute war alles nur noch zu erwärmen, ganz einfach. Für den Weg von und zur Kirche nahm ich mir ein Taxi. Den morgenländischen anmutenden Fahrer konnte ich nicht überzeugen, mir in Gottes Haus zu folgen. Dennoch war ich nicht allzu streng mit ihm. Schließlich ist Sonntag und auch wenn ich Ungläubige überzeugen möchte, so sollte ich doch trotzdem auf übermäßiges Blutvergießen verzichten. Mein Glas Wein ist von Gott selbst legitimiert worden. Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass ich ihn trinke, dann hätte Jesus Wein zu Wasser gemacht und nicht umgekehrt. Voller Genuss beginne ich mein Mahl. Zuerst eine Gabel gebuttete Kartoffeln, danach enthaupte ich den Spargel. Beim Spargel esse ich immer zuerst den Kopf, dann stecke ich das hintere Ende in den Mund, ohne vorher weiter zerschnitten zu haben. Ganz langsam sauge ich den Spargel dann Millimeter für Millimeter ein. Ich halte es nicht für einen Rückfall, dass ich dabei an geile, harte Männerschwänze denke. Es ist eine Versuchung des Teufels. Seit dem Seminar weiß ich damit umzugehen. Stark bleiben, immer stark bleiben. Gott wird mein Flehen erhöhen, Gott wird den Dämon verjagen. Schnell schlucke ich den Spargel und beiße in eine Scheibe Schinken. Es liegen noch vier Stangen Spargel auf dem Teller. Drei liegen parallel zueinander, eine liegt im spitzen Winkel über den dreien. Ich schiebe die Stange, die aus der Reihe tanzt, von den anderen dreien runter, sodass sie auch richtig liegt. Dabei spüre ich ein Stechen der Schulter des Armes, die die Gabel hält. Ganz eng schiebe ich die vier Schwänze zusammen, beiße in die zweite Schinkenseite und mit einer reflexartigen Bewegung haupte ich alle Spargelstangen gleichzeitig. Ich habe das ungute Gefühl, an den Hälsen des Spargels Blut austreten zu sehen, aber es bleibt nur bei dem Gefühl. Schnell schaufel ich mir die restlichen Kartoffeln ein, eine Gabel pro Sekunde, nach 9 Sekunden sind sie alle weg. Übrig bleiben zwei angebissene Scheiben Schinken, luftgetrocknet, nicht geräuchert. Ohne die Kartoffeln ganz geschluckt zu haben, stopfe ich mir den Schinken hinterher. Geschmolzene Butter läuft aus den Mundwinkeln. Kurz kauen, schlucken und das letzte Stück Schwein hinterher. Nur noch die vier länglichen Teile und ihre abgetrennten Eicheln sind jetzt noch da. Ich liebe Schwänze. Nein, ich liebe Gott! Gott hasst Schwänze! Es ist nur Spargel, es ist nur eine Prüfung Satans. Ich würde meinen Heiland verspotten, wenn ich seine Gaben nicht annehme. Nicht aufessen ist Gotteslästerung. Meine Hand verkrampft sich um die Gabel. Ich presse die Zinken der Gabel mit leichtem Druck gegen meine Unterlippe, dann stärker, bis der Krampf sich löst und die Gabel aus meiner Hand auf den Boden fällt. Das Messer daneben. Aus meinem Gesicht tropft es auf den Teller. Das Blut, das ich vorhin fühlte, ist jetzt wirklich da. Enteichelte Schwänze, die ich essen muss, so wie der Allmächtige es will. Mit geschlossenen Augen greife ich auf den Teller, sammle alles ein, was ich greifen kann, stopfe es in den Mund, schmecke Blut. Meine Hände sind fettig, die Zähne beeilen sich, Masse im Mund zu zerfetzen. Es dauert ewig, kann gar nicht schnell genug gehen, vorüber sein. Wie ich alles aufkriege, ist mein Krieg. Kein Engel da, der mich unterstützt, nur meine Kiefer, die arbeiten. Irgendwann ist alles weg. Irgendwann bin ich fertig, alles ist geschluckt. Es ist alles in meinem Magen drin. Ja, ja, alles in meinem. Meine Nase läuft und ich schlucke einmal kräftig nach. Ich glaube, ich weine. Von seinem Kreuz über der Esszimmertür lächelt mir Jesus zu. Er ist ein hübscher Mann und trägt nur ein zerrissenes Tuch um die Hüfte. Es ist Sonntag, ich muss ruhen. Da
Das Kreuz, an dem der kleine Holzmann hängt, nehme ich mit auf mein Sofa im Wohnzimmer. Besonders teuer sind meine Einrichtungsgegenstände nicht. Ich würde kaum eines vermissen, wenn es weg wäre. Vielleicht würde es mir nicht einmal auffallen. Nur wenige Dinge benutze ich wirklich. Die anderen Sachen hat Christoph ausgesucht. Er hat ein Auge dafür, aber er ist schwul und wollte es nicht heilen lassen. Nachdem ich beim Seminar war, musste er gehen. Seine gerechte Strafe wird ihn ereilen. Es ist Sonntag, ich sollte ruhen. Ich ruhe auf Christophs Sofa. Ich denke an Christoph. Er war ein schöner Mann. Ich denke an Schwänze, nicht an Spargel. Er scheint der Teufel in mich gekehrt zu sein. Etwas regt sich unter der Decke. Ich will dieses Gefühl, das man nicht dadurch bekommt, dass man seinen Teil stimuliert. Ich will das tiefere Gefühl. Erst gleitet ein Finger, dann gleiten zwei in mich. Sie erreichen mich da, wo sie mich erreichen müssen. Aber ich brauche mehr, mehr Länge und greife nach dem Holzkreuz. Ich lasse die längere Seite in mir verschwinden. Warme Schauer durchfließen mich, bewegen mich, kontrollieren meine Muskeln. Vor Lust beiße ich mir auf die Unterlippe, beiße die Wunde wieder auf, denke an Blut, an Spargel, an zerschnittene und zerkaute Pimmels, die stillose Eicheln, reiße das Kreuz aus meinem Arsch, ein Rückfall, ein verdammter Rückfall. Ich küsse meinem Holzheiland die Füße und schmecke meine eigene Scheiße daran blenden. Wie konnte sowas? War ich nicht heute Morgen noch in der Kirche? Der Spargel, mit ihm hat alles angefangen. Meine Schulter sticht wieder. Ich habe meinem Herrn nicht vor dem Essen für das Essen gedankt. Ich habe gesündigt, ungesittliches Essen gegessen, dem Teufel ein Tor aufgestoßen. Noch ist es in meinem Magen. Ich renne in die Küche zu meinem Teller, stecke mir rückwärts die Gabel in den Hals. Ich kämpfe mich ab, alles muss wieder raus. Den Wein habe ich gar nicht angerührt, es muss wieder raus. Wieder Tränen, meine Augen, bis es undefinierbar vor mir liegt. Erleichterung macht sich breit, meine Atmung flacht ab. Ich falte meine Hände, spreche mein Gebet und nehme einen Löffel zur Hand. Amen. Dankeschön. Heiner Lange.